Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land Reisen. Und so kann man innerhalb von einer Woche die Saison so ein bisschen in ein schwarzes Licht rücken. Schwarz auch die Trikots von Oberhausen. Und so geht's rein. Komplett in Rot. Fortuna Köln. Von rechts nach links. Kurz ausgeführt, aber findet da keinen Roten. Die sieht besser aus fürs Tor, aber Fahne ist oben. Da ist Lanius ein Stück zu früh gestartet. Schwer zu sehen aus der Perspektive. Fahne war aber sofort oben. Boah, harte Entscheidung auf den ersten Blick. Die Perspektive verzerrt natürlich so ein bisschen hier von der Mittellinie. Der Linienrichter hat sich sofort festgelegt. Nächster langer Ball und der ist auch nicht schlecht. Der Sekwim, erster Kontakt passt. Abschluss. Aber zu weit nach links gezogen. Schöner Flankenball, gute Brustannahme. Und dann es einfach mal probiert. Wieder Matta. Patarillo und Henry Matta kombinieren sich bislang gut durch. Da ist zu viel Platz auf links. Flanke kommt scharf aufs Tor. Und das 1:0 durch Justin Steinkötter. Eine Riesenflanke da vom vorhin so gescholtenen Younes Debali. Und ein noch besserer Abschluss von Justin Steinkötter, der seinem Trainer direkt mit der Berufung in die Startelf recht gibt. Ganz scharf auf den Elferpunkt quasi getreten und dann Volley abgeschlossen von Justin Steinkötter. Boah, schwerer Fehlpass. Und jetzt ist Raum da. Henry Matta muss den Ball in die Mitte bringen oder abschließen. Er macht Zweiteres. Und Benz kann die Kugel nicht mal festhalten. Da wäre es fast noch mal gefährlich geworden. Stoppelkamp bringt die Kugel. Und die rutscht durch. Aber Niemeyer trifft sie nicht. Erste richtige Abschlussgelegenheit, aber auch hier kein Torschuss. Nochmal Rexa bringt die Flanke auf den Elfer und Sebastian May verweigert quasi den Abschluss, wollte den nochmal rüberlegen. Flanke kommt wieder, diesmal auf Stoppmann. Aber der köpft die Kugel genau in die Hände von André Weiß. Der konnte sich da kaum aus dem Weg bewegen. Freistoß kommt lang vors Tor und der Ball ist drin. Stanilovic nimmt Maß, zieht ab und der Ball kracht in den Kasten. Das sah natürlich auf den ersten Blick so aus, als hätte sich Robin Benz ein bisschen verschätzt. Ja, der spekuliert natürlich so ein bisschen auf die Flanke, steht 3 Schritte vor der Torlinie. Aber Stanilovic zieht den mit so viel Power direkt aufs Tor. Das war genau sein Plan und der geht 1A mit Sternchen auf und Fortuna Köln führt 2:0. Und jetzt dann womöglich dieser Sieg mal wieder gegen einen Top-Gegner. Ball noch im Strafraum und Sebastian May
macht das Spiel nochmal scharf. Zu viel Platz für Sebastian May. Einfache Abschlussgelegenheit und dann lässt er sich nicht zweimal bitten. Stappmann hat da im Kopfball noch einen abbekommen. Trabt jetzt zurück. Schauen wir nochmal drauf. Also im Kopfballduell geht Stappmann zu Boden und Sebastian May macht es dann gut. Mit zwei Kontakten. Der erste ist genau richtig auf den linken Fuß und dann muss er nur noch einschieben. Keine Chance für André Weiß. Und es sind ja noch 30 Punkte zu erspielen. Donkor im 1 gegen 1 setzt sich durch. Und dann mit ein bisschen Glück, aber auch mit dem richtigen Einsatz landet der Ball bei André Weiß. Stark zurückgearbeitet, Jonas Scholz macht dann so eine Kerze draus, aber Weiß liest das. Und so sind auch schon wieder anderthalb Minuten der vier angezeigten vorbei. Ball nochmal auf so guter Pasu, der ein bisschen viel den Arm einsetzt. Aber das ist alles egal, denn Schiedsrichter Felix Weller pfeift diese Partie ab und der SC Fortuna Köln gewinnt sein Heimspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen mit 2:1. Wie funktioniert denn das Ganze hier nochmal? Ach, meine Güte. Also, hier hast du eine Playlist. Da unten gibt es ein ganz tolles neues Video von uns und da können uns die Leute abonnieren. Ah, danke, Lennart. War ja gar nicht so schwer. Ja.